Was ist das Problem? Ausgabe. Ah, Scheiße. Ich hab's gefunden. Ich habe große Freude und große technische Probleme. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's nicht. 3, 2, 1. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Kleinen Moment. Ich hab's Licht ausgemacht. Das war mein toller Effekt. Doch. Es ist etwas geschehen. So, jetzt ist die Frage, ob ihr ready seid. Weil ich bin's nicht. Ha! Und wir sehen einen Teil meines katastrophalen Technik-Setups. Ganz grundsätzlich kann ich euch ja auch mal mitnehmen, ich möchte flexibler sein in meinem Streaming-Setup. Das heißt, ich möchte, wie gesagt, weiter weg sein von der Kamera, damit ich hier auch Dinge tun kann. Weil grundsätzlich dieses MacBook, über das ich streame, mit dem kann ich ja auch andere Dinge tun. Kann ich kurz mal was nachgucken, ich kann den Chat lesen und so weiter. Das könnte ich ja noch näher an mich ranholen. Das könnte ich... Oh, ich habe so Angst. Das ist der Amateur-Charme, der in anderen Bereichen Erfolge feiert. Ja, ist auch ein anderer Grund, warum ich mir diese Kamera... Lassen wir das. Aber grundsätzlich finde ich das einen guten Anfang. Wenn die Kamera so weit hinten ist, dass ich hier... Dass man meine langen Affenarme immer noch sieht, obwohl ich sie wie bei Angels von Robbie Williams von mir strecke. Immerhin offert sie mir Protection. A lot of love and affection. Genau. Sie läuft. Das ist schon mal das Beste. Das war mein Ziel für heute. Das haben wir erreicht. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, so ein bisschen weiter weg zu sein von der Kamera? Weil ich fand mich am Computer sitzend, so wie es alle machen, ein bisschen eingeschränkt. Also klar, fürs Videos gucken oder mal was spielen oder so ist es das Beste, aber auch nicht unbedingt fürs Video gucken, weil ich denke mir, Videos gucken kann man auch wie vom Sofa aus quasi. So, das ist vielleicht so der Vibe, dass ich quasi auf dem Sofa sitze und mit euch quatsche oder mit euch was angucke. Das finde ich gar nicht schlecht. Seht ihr, das ist wie eine Therapiestunde hier. Ich labe einfach durch und irgendwann komme ich selber auf irgendwelche guten Ideen. Aber ja, wenn ich den Vibe meiner Streams definieren müsste, wäre das. So, ich hock mit euch auf der Couch und wir labern oder gucken uns was an. Das finde ich schön. Das finde ich gut. Wie gesagt, rein technisch musste ich auch noch einiges tun. Aktuell halte ich mein Mikrofon in der Hand, was ich eigentlich auch ganz, ganz lässig finde. Strahlt sehr viel Sexappeal aus. Ich darf so Sachen nicht mit meiner ernsten Stimme sagen. Das ist mir auch aufgefallen, wenn ich so Dinge sage, weil sie absolut, nicht absolut lächerlich sind, aber weil sie halt einfach total drüber sind. Das ist mein Humor, ist, dass ich Dinge sage, weil ich denke, es gibt keinen normal denkenden Menschen, der sowas wirklich sagen würde und es ernst meint. Aber Menschen, die mich nicht gut kennen und mich hören, wie ich Dinge sage, die kein normaler Mensch sagen würde oder die nur Arschlöcher sagen würden, denken, der Typ ist ein Arschloch. Und das ist was mir in meinem Leben schon viel zu oft passiert ist, dass ich meinen ersten Eindruck bei Leuten komplett verschissen habe, weil ich einfach einen Scherz machen wollte, einen selbstironischen, der aber, wenn man mich nicht kennt, einfach nur danach klingt, als wäre ich irgendwie ein selbstverliebtes Arschloch. Aber gut, ich strahle zu viel Sexappeal aus, da war ich stehen geblieben. Aber ich habe eben festgestellt, es gibt einige Leute, die die Geistervideos einfach, zwar lustig und interessant finden, aber irgendwie nicht gerne abends mit mir Geistervideos gucken, einfach weil es sie gruselt. Und da würde ich mich einschließen. Da würde ich auch sagen, dass ich auch nach manchen Streams schlecht geschlafen habe. Und deswegen gerne mal wieder Geistervideos gucken. Ich würde halt gerne so vorher kuratierte Videos haben. So, wenn ihr Bock habt und selber am Geistervideos gucken seid, könnt ihr mir Links schicken für Videos, von denen ihr wisst, die sind gut. Und dann gucken wir uns die gemeinsam an. Das ist eine schöne Idee.
mal richtig Community einbinden und so. Finde ich gut, die ganze Klasse mit einzubeziehen. Wenn danach die Handreichung stimmt, ist dir die Eins sicher. Was zur Hölle ist eine Handreichung? Ist das so eine körperliche Züchtigung? Quasi die Handreichung ist, dass man so... Achso, das Handout. Ja, okay. Schade. Ich hätte eher so gedacht, dass du so an so alte Züchtigungsmethoden, so eine Nackenschelle, so eine richtige, so eine Rückhandschelle. So, wenn das stimmt, dann kriegst du eine Eins. Das ist die Schule, wie ich sie mir in der Hölle vorstelle. Schule des Lebens, bei Nackenschelle gibt's Eins. Ja, das ist nämlich das, auch das ist was ich mein Stream sein möchte. Ein Raum für toxische Männlichkeit. Das ist mir besonders wichtig. Nee, Freunde. Hier dürfen auch mal Gefühle gezeigt werden. Der immense Anteil an Weißraum verleiht dem Bildausschnitt erst diese stille Kraft. Ja, und das Schöne ist, wenn mein Gesicht drauf ist, ist immer noch Weißraum. Früher hatte ich doch auch die Möglichkeit, über mein Interface, über das ich auch gerade meine Stimme höre, auch den Computerton zu hören. Was ist das Problem? Ausgabe. Ah, Scheiße. Ich hab's gefunden. Cool. Seht ihr, Step by Step nähern wir uns an, wie wir das haben wollen. Was ich zum Beispiel sehr angenehm finde, ist, dass ich hier einfach chille. Dass ich nicht hier irgendwie vorgebeugt an einem Schreibtisch sitze, sondern ich lehne mich hier zurück in dem Bürostuhl meiner Freundin und lege meine Füße hoch. Also meinen einen Fuß hoch, bis er mir abstirbt. Und das ist der Vibe, den ich möchte. Ich hätte mir vielleicht doch einen Pulli anziehen sollen, aber ansonsten fühle ich mich gerade sehr wohl. Also grundsätzlich habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, auch quasi für private Zwecke mir einen Sessel zuzulegen, weil ich glaube, ich bin ein Typ für einen Sessel. Bin so ein Sesseltyp. Womit schneide ich das? Ich habe mir so ein analoges Ding geholt, so ein Schneidetisch quasi aus den 70ern, wo du quasi die... also ich lade mir die Streams runter und presse sie mir dann quasi auf... Leukoplast hätte ich was gesagt, auf Zelluloid. Und dann spanne ich die Filmrolle ein auf der einen Seite und lasse die hier einmal so durch den Tisch durchlaufen und kann dann damit dieser Klinge und dem Tesafilm das dann optimieren und dann lese ich es digital wieder ein über den USB-C-Adapter meines MacBooks. Oder ich nutze DaVinci Resolve, eins von beiden. Am Samstagabend war ich mit meiner Freundin sehr spontan auf einem Konzert, das mir wirklich die Ohrwascheln weggeschlackert hat. Unfassbar gut. Ich spreche von Cat Frankie und Bodies, heißt ihre Gruppe. Das sind 8 Frauen, die grundsätzlich sehr unterschiedlich aussehen, sehr unterschiedlichen Vibe haben, aber eine A-Cappella-Band sind, die einfach zu 8 so dermaßen krass singen. Und das war in der Isar Philharmonie, also auch eine richtig schöne Location. Und die haben dich so gecatcht über 90 Minuten. Natürlich haben sie haben zwischen den Songs kurze Trinkspausen gemacht, aber die haben dich so krass geflasht. Also mich und das komplette Publikum ist ausgerastet und das völlig zu Recht. Also Standing Ovations, das volle Programm. Und da muss ich auch ein großes Lob aussprechen für das Münchner Publikum. Es gab so Phasen, in denen die so Body Percussion gemacht haben oder auch so teilweise im Takt geklatscht haben oder auch eben abgefahrene Rhythmen quasi konstruiert haben, indem sie dann 3 verschiedene Rhythmen gleichzeitig geklatscht haben zu 8. Und das Münchner Publikum hat sich zurückgehalten und hat nicht mitgeklatscht. Und als sie auf der Bühne angefangen haben zu klatschen, war ich echt so ein, oh Gott, bitte nicht, haltet alle euren Maul. Und sie haben alle ihren Maul gehalten. Und das fand ich großartig. Also ganz, allein deswegen fand ich schon großartig, weil das Münchner Publikum mich ausnahmsweise mal nicht enttäuscht hat. Ja, mitklatschen ist die Hölle. Ich hasse es so sehr. Und ich krieg Wutgänsehaut gerade, wenn ich daran denke, wie
Menschen ohne Rhythmusgefühl das Bedürfnis haben, beim kleinsten Ton, der angestimmt wird, mitzuklatschen, und zwar mit einer Vehemenz und mit einer unnötigen Power, wo ich mir denke, Leute, ihr habt alles kaputt gemacht. Und davor hatte ich eben auch Angst, aber es ist nicht passiert. Und das war toll. Jetzt muss ich weinen. Nein, Quatsch. Aber es ist... Ich verstehe nicht, was in Menschen vorgeht, dass die sich sagen, das klingt ansatzweise nach Musik, ich fange jetzt mal an zu klatschen, in der Hoffnung, dass ich in den ersten 8 bis 12 Schlägen rausfinde, wo sich hier eigentlich der Takt befindet. Was sie auch hatten, das fand ich lustig, sie hatten eine Handgurke, also ein Handmikrofon, der Rest ging eben auch über diese Backenmikrofone, aber ein Handmikrofon hatten sie an der Seite der Bühne, das sie sich dann für manche Songs geholt haben, das eine Oktave runtergepitcht war, damit sie damit den Bass singen konnten. Und das haben sie uns irgendwann erklärt, so mitten in einem Konzert, aber hatten davor schon einen Song mit diesem Mikro gesungen. Und ich dachte, dass diese Dame, die hier gerade singt, weil die auch relativ, ich glaube, die war die Größte in der Gruppe, dass diese Frau so ein, ich weiß nicht, was die korrekte Bezeichnung ist, so ein super alt, also quasi eine sehr tiefe Frauenstimme hat und das einfach kann. Aber das ging wirklich tief. Also das war so ein D2 wahrscheinlich, vielleicht sogar C2, also unfassbar tief. Und ich war völlig so, also auch das meine ich, wie gesagt, dass ich mich gerne bei spontanen Reaktionen beobachte, weil ich wirklich so diesen, hört ihr das auch, Leute? Die Frau singt sehr, sehr tief. Diesen Moment hatte, dass ich mich im Publikum umgeguckt habe, so ungefähr, bin ich der Einzige, der das merkt gerade? Bis ich dann peinlicherweise 2, 3 Lieder später erfahren musste, dass dieses Mikrofon nach unten gepitcht ist. Was das nicht weniger beeindruckend macht, weil Bass singen ist verdammt schwer. Auch wenn es eine Oktave höher ist. Aber ich hatte wirklich so diesen Moment von... Hört ihr das? Ich kann mal diesen Stuhl übrigens ein bisschen höher machen. Dann... Ah, seht ihr? Dann passt der nämlich auch zu meiner Größe und man sieht meine Plauze viel besser. Ja. Oh Gott. Jetzt machen wir hier einen Cecil Shopping Stream. Da kommt ihr nicht aus. Da bleibt kein Auge trocken. Ja, man darf nicht vergessen, ich bin abnormal groß. Ich habe eine Körpergröße, die ihresgleichen sucht. Das heißt, wenn der zu tief ist, komme ich da zwar rein, aber nie wieder raus. Also das ist auch so eine Sache. Hier freut sich der Comedy-Autor in mir, weil der Söderham heißt. Aber da machen sich die Gags auch von selber. Nicht, dass ich so hin und her wackel, wenn der drehen kann. Das ist ein verdammt guter Punkt, weil wer mein Michael Mittermeier-Interview gesehen hat, weiß, dass ich permanent am Bewegen bin, wenn ich ein bisschen angespannt bin oder aufgeregt und ich habe einen Stuhl, der sich bewegen kann, dann wird er sich bewegen. Was ist das? Ich glaube, ich muss jetzt echt mal auf diese Seite gehen. Dieses West Wing. Weil das ist ja nur noch absurd, was die da haben. Hier allein die Farben. Das ist doch auch nicht gemütlich. Also für mich sieht das aus, als würde man... ich will mich nicht registrieren. Als würde man quasi... Also das ist ja so gewölbt nach oben. Und dann sitzt man quasi auf diesem Gewölbe und sinkt nicht wirklich ein. So sieht der aus für mich. Warte, hier gibt es ein Produktvideo für einen fucking Sessel. Okay. Der Sessel ist klein genug, dass man mit einer Kamera sich drauf bewegen kann. Ha! Habe ich gesagt. Der sinkt nicht wirklich ein. Das heißt, du hast immer das Gefühl, du fällst jederzeit runter. Du kannst any second now von diesem Sessel fallen. Und Sessel, die ein Produktvideo haben, überhaupt sowieso erstmal Red Flag. Danach dann Kleinanzeigen-Shopping. Ist eine gute Idee. Es ist eine gute Idee, auch mal im Stream bei Kleinanzeigen zu gucken, was ist im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ich will keinen Sessel bei Kleinanzeigen kaufen. Also wir können sehr, sehr gerne gucken, aber kaufen würde ich den mir schon neu, weil wer weiß, was da für Körper oder sonstige Flüssigkeiten in diesem Sessel gelandet sind.
Niemand will bei Kleinanzeigen kaufen. Auch ein guter Punkt, aber ich glaube, bei Sitzmöbeln hört der Spaß auf. Bei Sitzmöbeln hört der Spaß auf. So ein klassischer Recliner. Also wirklich einer, den man so hochfahren kann, so wie mein Opa den hatte. Oh, so auch richtig schönes speckiges Leder oder was auch immer für ein Material das ist. Na kommen Sie, laden Sie. Okay, wenn du nicht willst, musst du auch nicht. Ja. Dann aber mit Aufstehhilfe. Ja. Gibt's sowas? So wirklich, was einem literally in den Arsch tritt? Das finde ich schon geil. So einen richtigen Oldschool ledrigen, seht ihr den? Ja. Gut, das ist derselbe in unterschiedlichen Farben. So, lieber Herr Lutz, Sie haben Probleme mit Ihrer Seite und deswegen mich als Ihren Kunden verloren. Guten Tag. Da Onkel Otto, was hat der? Übrigens, alle Markennamen, die ich heute genannt habe, schulden mir 500 Euro. Oder einen Ohrensessel. Ich möchte bitte 4 verschiedene Ohrensessel. Bis morgen bei mir zu Hause. Was ist per Definition Unterschied Stuhlsessel? Also was ich sagen würde, ist, dass Stühle normalerweise einen flacheren und schmaleren Sitz haben und eine höhere Rückenlehne und ein Sessel hat einen breiteren und tieferen Sitz mit weichem Kissen und Rückenlehne, die sich um den Sitzenden zu wickeln scheinen. Wäre jetzt per Definition mein Unterschied von Sessel und Stuhl. Das ist auch eine schöne Umschreibung. Ich möchte etwas, das sich um mich zu wickeln scheint. Oder wollen wir nicht alle am Ende des Tages irgendwas, das sich um uns zu wickeln scheint? Hier, unterschätzt der Herbert Grönemeyer Song übrigens. Wann ist ein Sessel ein Sessel? Du, 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 du. Ohne Stuhl kein Sessel. Ja, stimmt. Aber ich glaube, dass wenn wir keine Sessel hätten, gäbe es trotzdem Stühle. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Nein. Ihr denkt immer nur an euch selbst. Gehen jetzt für heute mal aufs Ende zu, aber ich finde es einfach großartig. Ich genieße es sehr, hier mit euch zu chillen und einfach auch mal über Quatsch zu labern und nicht das Gefühl zu haben, ich muss heute 35 Minuten Geistervideos geguckt haben, um irgendjemandem gerecht zu werden oder was auch immer, sondern einfach nur zu sitzen und zu quatschen und ein bisschen Entfernung quasi von dem Laptop zu haben, einfach das Gefühl zu haben, ich kann mich frei bewegen, ich bin vorher einfach mal aufgestanden, das wäre irgendwie vorher gefühlt nicht möglich gewesen. Und einfach auch über Quatsch zu reden. Und ja, wir fühlen uns alle wohl, keiner hat eine Agenda, sondern wir verbringen einfach den Abend oder den Tag miteinander auf der Couch. So nämlich. Und ja, bis zum nächsten Mal wird sich hier schon wieder einiges getan haben. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ihr macht mich sehr glücklich. Das kann ich jetzt mal ganz offen so sagen. Wie gesagt, wir sind hier ein Raum für toxische Männlichkeit. Zwei Stunden, die ich nicht wiederbekommen möchte, ist das schönste Kompliment, das man meinem Stream machen kann. Vielen Dank.